Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Nach Wunsch von meiner Abonnenten habe ich heute ein Zitronenpfeffer zubereitet. Mir haben die schon oft einmal gefragt, Luba, kaufst du den Zitronenpfeffer oder bereitest du selber zu? Meine erste Fläschchen war gekauft. Und es ist wirklich so einfach, ich lese, was da alles drin ist und mache mir so Lieblingsgewürze selber nach. Es ist wirklich sehr einfach und dann kann man sogar ein bisschen eigenen Geschmack mehr bestimmen, was möchtet mal mehr oder weniger von dem Gewürz da drin haben. Und Zitronenpfeffergewürz kann man verwenden für Salate, für Dips, auch Fisch, sehr lecker. Auch unterschiedliche Rezepte kann man das verwenden für Gemüse. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen Pfefferkörner. Könnt ihr Mixpfeffer nehmen, könnt ihr zusammenmischen oder nehmt ihr nur schwarz oder weiß, grün, wie ihr selber gerne möchtet. Und wir brauchen eine Zitrone. Wir brauchen von der Zitrone eigentlich nur Schale. Vielleicht nur ein Esslöffel Zitronensaft, für das das Pfeffer in sich mal mehr Aroma reinmacht. Mehr nichts. Und ich werde euch zeigen, wie wird das mal gemacht. Das ist wirklich einfach. Wir brauchen Pfeffer und ihr da könnt ihr sich sogar austoben und selber entscheiden, von welchem Pfeffer nehmt ihr mehr oder weniger. Ich zeige euch, was ich heute nehme. Ich hatte auch nur zum Beispiel mit schwarzem Pfeffer das gemacht oder schwarz und weiß gemischt und grüne dazu gegeben. Und heute nehme ich diese Mischung. Das ist aus mehreren Pfeffersorten Mischung und gedacht eigentlich für die Käse. Und Link zu diesem Shop von Daniel Schmidt kann ich euch unten in die Beschreibung reinstellen. Und da sind die vier Sorten von den Pfeffer. Auch grüne dabei und schwarze und Urwaldpfeffer ist auf jeden Fall sehr interessant, duftet sehr schön und ich gebe noch dazu weiße Pfeffer. Ist irgendwie gefällt mir, wenn das weiße Pfeffer auch da. Sogar manchmal mache ich mehr weiße Pfeffer als schwarze. Ihr könnt ihr mal immer wieder ausprobieren und für euch eine besondere Mischung es findet. Und aus diesem Shop habe ich auch diese Mühle, das hat er mir noch extra sogar so gemacht. Schaut mal rein und vielleicht wird euch was da gefallen. Auf jeden Fall, wir brauchen Pfeffer. Wie gesagt, habe ich hier diese Mix und gebe dazu noch weiße Pfeffer. Und nehmt euch gleich die Schälchen, mit welchen könnt ihr richtig dicht verschließen. Und dann brauchen wir natürlich Zitrone, Bio-Zitrone. Und machen wir jetzt ganz dünn die Schale ab. Wenn es kleine Zitrone für diese Mine, das sind die 15 Gramm Pfeffer, habe ich jetzt abgemessen, 10 Gramm Mix und 5 Gramm weiße Pfeffer, braucht man schon, dass diese Zitronengeschmack zu bekommen oder zwei kleine oder richtig so eine schöne große. Und schneide ich mit so einem Schäler richtig schön dünn ab. Schaut ihr, es ist wirklich perfekt mit so einem mit so einem Schäler das abzumachen. Dann bekommen wir nicht viel von diesen Weißen. So, das haben wir. Und jetzt werden wir noch etwas kleiner schneiden, dass wir gut mit dem Pfeffer so mischen können. Danach wird das alles getrocknet und dann kann man oder in die Mörse es machen oder in so eine Mühle reinmachen. Das ist dann euch überlassen. Oder kann man gleich pulverisieren alles und in ein Glas oder spezielle Döschen für die Gewürze dazugeben. Sehr schöner Aroma. Am besten schnell arbeiten, dass die Aroma nicht verfliegt. Geben wir zu den unsere Pfeffer rein. Und dass es wir wirklich mehr Aroma bekommen, ich habe noch hier angefangene Zitrone, geben wir für diese Mine ungefähr ein Esslöffel von dem Zitronensaft oder zwei Teelöffel. Drücke jetzt raus. Viel müssen wir nicht machen. Schön so vermischen, dass sozusagen unser Pfeffer wird drumherum mit den Zitronen so bedeckt.
so umhüllt, besser zu sagen. So, das fast dann schon. Jetzt lassen wir das über Nacht ziehen. Das ist sehr wichtig, dass den Pfeffer jetzt diesen Zitronengeschmack an sich annimmt. Und dann morgen werden wir es alles trocknen und dann kann man sagen, unser Gewürz ist fertig. 14 Stunden stand jetzt auf dem Pfeffer mit der Zitronenschale und ein bisschen Saft hier bei mir auf dem Tisch, bei der Zimmertemperatur. Abends habe ich ab und zu gekommen und den Schälchen einfach so ein bisschen geschüttelt, dass es ein bisschen Bewegung kommt in die Schale. Und heute müssen wir das alles wieder trocknen lassen. Gebe ich einfach auf den Blech und es kann man im Backofen das trocknen oder wenn ein Dörrgerät, wenn es natürlich kleine Dörrgerät, dann kann man das machen oder kann man sogar jetzt noch auf dem Heizung trocknen lassen. Es ist so, das muss jetzt richtig schön trocken werden, dass wir können danach mahlen oder in eine Mühle einfüllen. Wenn wir in den Backofen es machen, das nicht höher als 50 Grad. Am besten lieber so 45, auch so im Dörrgerät. An dem Heizung wird das länger dauern. Im Backofen oder im Dörrgerät, das wird ungefähr so eineinhalb Stunde dauern. Erstmal müssen wir alles trocken lassen. Ich mache solche Sachen meistens dann, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel heute Brot backe. Dann kann ich es vor dem Brot backen, das reinstellen, wenn ich meinen Teig zubereite und mache es in den Backofen bei 25 Grad, den Teig zum Aufgehen, dann kann ich das auch alles reinschieben und nach dem Backen nochmal reinschieben und die Restwärme zu gewinnen und das nachtrocknen. Kann man auch so sparsam angehen. So, nach eineinhalb Stunde ist mein Pfeffer hier komplett trocken und bitte schaut richtig nach, besonders an den Zitronenschale, dass es die wirklich knackig ist. Da hört ihr. Dass, wenn ihr merkt, dass die so biegt sie sich hin und her, dann lieber ein paar Minuten noch länger lassen. Keine Feuchtigkeit in eure Gewürze lassen. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr mal in eine Mühle einfüllen und mit der Mühle arbeiten. Oder wir werden gleich klein machen. Und dann kann man in ein Gewürzgläschen reinmachen. Und gleich hat man schnell zur Hand zum Würzen. Immer nachschauen, welche Grad wollt ihr haben. Ob ihr sehr fein wollt ihr haben oder doch etwas grober. Das wird schon reichen. Jetzt lasse ich erstmal mein Gläschen zu, weil kommt den Pfefferstaub und das ist auch gefährlich, das einzuatmen. So, der Pfeffer hat sich beruhigt. Jetzt können wir aufmachen und schaut. Ich habe nichts so zu Staub gemacht. Aus diesem Backpapier, welches habe ich getrocknet, habe ich einen so einen Trichter mir gemacht und fülle das ein. So, es ist ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte in meinem Gläschen, bis dahin. Jetzt für diese Norm brauchen wir noch einen Teelöffel Salz. Weil ich jetzt schon gemahlen, dann nehme ich auch feinere Salz. Wenn ihr füllt es alles in eine Mühle, dann könnt ihr ruhig ein groberes Salz nehmen. Und für mehr Geschmack kann man natürlich auch ein bisschen Zitronenschale, getrocknete, was wir schon vorbereitet haben, vorher fürs Backen, auch dazu geben. Das noch mehr Geschmack. Jetzt schüttle ich erstmal, dass es alles sich gut vermischt und dann, wenn ihr noch Limon, ätherisches Öl habt, aber der, welche wirklich für innerlich auch geeignet ist, ich verwende immer die Öle nur von doTERRA, weil ich die kenne, deswegen kann ich mit Sicherheit die auch reinmachen. Und ätherische Öle, es ist kein Saft, die machen keine Feuchtigkeit, deswegen kann man die paar Tropfen. Und das wird mit unserem Pfeffer nichts passieren. Wieder schütteln und fertig unsere
Zitronenpfeffer. Diese Zitronenpfeffer kann man noch auch weiterhin verfeinern. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen Kurkuma dazu gibt oder getrockneten Knoblauch dazu gibt. Es ist dann euch überlassen, für was wollt ihr verwenden. Das ist einfach nur ein Grundrezept, nur sozusagen Zitronenpfeffer, und dann kann man ihn verfeinern in unterschiedliche Richtungen. So, liebe Freunde, ich hoffe, dass ich habe eure Wünsche erfüllt und habe euch gezeigt, wie ich es mache. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Es ist wirklich super für Salate, für Fisch, für Dips. Es wunderbar riecht und einfach zubereitet. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!